beobachten. Wenn jemand sich ehrlos beträgt, so wird er mit Schimpf und mit Schande belegt. Seht die Ritter, sie treten sogleich hier an. Die Spannung da hoch, man fast greifen kann. Wer obsiegt, der fordert den Meister heraus. Die anderen gehen ohne den Titel nach Haus. Okay, ich habe keine Ahnung, was machen soll. Lasst uns beginnen. Ja, jubelt ihr Leute. Blut, Schweiß und Tränen in Bächen gibt's heute. Wir zu fahren. Ich werde dir zeigen, du Hutzfahrt. Okay, das war trotzdem einfach. Ich hab gedacht, ich will irgendwie aufpassen. Lisa, die Welt, solch ein ruhmreich Gefecht. Schneidig, gefährlich und dennoch gerecht. In Turnieren wie im Leben kann es halt nur einen geben. Heute ist es dieser Mann, vor dem man sich verneigen kann. Besiegte heute die meisten hier. Okay. Palmerin de l'Enfant, Grégoire de Gorgon, zwei herrliche Ritter. Nur ein Champion! Herr Gerald von Riva errang den Sieg nicht. Zunächst ließ er hoffen, nun übt er Verzicht. O wackre Kämpfer, müd nach zahllosen Hieben, nun könnt ihr euch ausruhen bei euren Lieben. Also habe ich jetzt verloren oder was? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt gewonnen habe oder verloren habe. Naja, wir sehen das jetzt gleich. Sei gegrüßt, Herrin. Hast du dich entschieden? Habe ich. Ich stehe zu meinem Wort. Ich will niemanden gefährden und wähle daher die Methode mit dem Ei. Wenn es das Ei eines Pirols sein muss, weiß ich, wo wir eins finden. In der Nähe meiner Wiese ist ein Nest. Kannst du erläutern, wie das Ritual genau funktioniert? Schon, aber ich glaube, dein Zelt hat Ohren. Komm raus, Guillaume. Ich kann dich atmen hören. Und ich weiß genau, dass du es bist. Was treibst du hierher? Dies ist eine private Audienz. Geralt, was hat das zu bedeuten? Heckst du irgendwas aus, was ich nicht weiß? Guillaume meint's gut. Guillaume ist kein Feind. Es ist zwar nicht sehr ehrenhaft, sich einzumischen, aber er hat es gut gemeint. Das tut er noch. Du hast richtig geraten. Er hat mich angeheuert, aber nur, weil er dir helfen wollte. Herrin. Ich lebe, um dir zu dienen. Was auch immer du wünschst, du musst es nur sagen. Dein Wunsch ist mir Befehl. Bist du fertig? Ist das alles, was du zu sagen hast? Ich glaube schon. Du tust also, was ich dir sage? Na schön, dann hör genau zu. Verlass dieses Zelt. Wende dich den nördlichen Sümpfen des Herzogtums zu und lauf. Lauf, bis das Turniergelände nicht mehr in Sichtweite ist. Kehre erst dann zurück, wenn du dich abgekühlt hast. Und lass mich für immer in Ruhe. Verstanden? Aber, Herrin, dein Problem. Ich wollte nur... Der Hexer... Hinaus! Sofort! Du hast mir versichert, dass ich dir trauen kann. Ich habe ihm nichts gesagt. Ich habe dein Geheimnis bewahrt. Ich habe ihm nichts gesagt, was er noch nicht wusste. Er hat dich also angeheuert und du musstest ihm Bericht erstatten. Aber das ist nicht seine Angelegenheit, Geralt. Das ist mein Leben. Bist du sicher, dass es richtig war, seine Hilfe so hastig vom Tisch zu wischen? Ohne ihn ist das Ritual mit dem Spiegelbild nicht machbar.
Dazu braucht es jemanden, der den Fluch freiwillig auf sich nimmt. Und du dachtest, damit wäre ich einverstanden? Nein, Geralt. Auf der Wiese hast du mir von einem Ritual erzählt, das ohne die Hilfe von Lüstlingen auskommt. Und das ist die Methode, für die ich mich entschieden habe. Okay. Wir brauchen ein Ei. Am besten das eines Pirols. Das Ritual selbst ist nicht kompliziert, aber ich sagte ja, es hat eine Nebenwirkung. Bist du immer noch entschlossen? Ja, ich habe bei der Wiese ein Nest gesehen. Aber ehe wir gehen, sag mir, was wird aus dem Küken? Wir müssen das Ei zerbrechen. Wie du schon sagtest, gibt es nicht für jeden ein gutes Ende. Und man muss Opfer bringen, wenn man Träume verwirklichen will. Na schön. Okay. Gehen wir. Das war nicht sehr nett von Vivian zu Guillaume, aber naja. Ich hoffe, Guillaume kommt jetzt nicht hinterher. Wahrscheinlich für keine kommt er doch hinterher. Aber okay. Da sind wir. Oh nein! Ein Panzer greift das Nest an! Zurück! Ich kümmere mich darum. Geh mir doch einen Sack, Mann. Aufnehmen. Die Eier sind auf einen Flecken Moos gefallen. Sie sind heile, bis auf eines. Das ist zerbrochen. Reicht es? Glaub schon. Und was muss ich tun? Bist du sicher, dass du das... Ich frage dich jetzt ein letztes Mal. Bist du sicher, dass du das tun willst? Wenn es gelingt, ist es nicht rückgängig zu machen. Außerdem hast du wahrscheinlich nur noch 7 Jahre zu leben. Höchstens. 7 Jahre ohne Angst, im falschen Moment gesehen zu werden? Ohne das Stigma, ein Monster zu sein? 7 freie, ungetrübte Lebensjahre. Ja, Geralt, ich bin sicher, dass ich das tun will. Na gut. Du musst dich jetzt konzentrieren. Sprich mir nach. Muna Ganderau, Muna Finerat. Muna Ganderau, Muna Finerat. Muna Ganderau, Muna Finerat. Muna Ganderau, Muna Finerat. Autsch. Verdammt. Geralt, sieh nur. Sieh nur. Götter, ich kann auf Bälle gehen. Ich kann nach Oxenfurt, sogar nach Novigrad reisen. Danke, Hexer. Guillaume solltest du danken. Er hat mich angeheuert, um dir zu helfen. Ja, ihm bin ich auch sehr dankbar. Richtest du ihm das aus? Nein. Sicher, du solltest ihm. Das solltest du ihm selbst sagen, oder? Das kann sein. Aber ich würde es lieber nicht tun. Richtest du ihm bitte meinen Dank aus? Sei so lieb. Sicher. Gut, ich sag es ihm. Leb wohl, Vivienne. Okay.
Geh zu Geum zurück. Hallo Plätze. Gehen wir zurück, komm. Hat ja alles soweit funktioniert, es hat noch 7 Jahre zu leben. 7 Jahre, wenn man Geld hat und so weiter, ist das schon cool. Aber 7 Jahre mit Arbeiten verbringen müsste, um sich das leisten zu können, zu sterben. Das wäre schon ein bisschen doof. Weil irgendwie, um ein gefülltes Leben zu haben, muss man doch irgendwie arbeiten. Sei es jetzt als YouTuber, als Mann auf der Baustelle oder als Büromann, aber fürs Leben muss man arbeiten. Also man ist reich geboren oder im Prinz-Dings, aber das ist auch Arbeit, wenn man als Prinz geboren wurde oder als König oder sowas, irgendwie so, das ist aber auch Arbeit. Aber natürlich so Arbeiten wie Verkäufer oder im Büro, das sind manchmal sehr undankbare Jobs. Und YouTube wahrscheinlich auch. Wenn man das den ganzen Tag machen müsste und machen muss, weiß ich gesagt. Und ja, wie soll ich das sagen? YouTube wäre wahrscheinlich auch einer der cooleren Jobs. Aber da gibt es auch sicher eher seinen Nachteil dabei. Das geht um. Geralt, was ist mit Vivienne? Ich konnte ihren Fluch brechen. Wirklich? Also wird alles gut. Sie kann unbesorgt sein? Vivienne ist glücklich. Vivienne hat sich ihren Weg ausgesucht. Sie ist jetzt frei und glücklich, glaube ich. Ohne mich? Du hast ihr geholfen, aber deswegen ist sie dir keine Liebe schuldig. Mein Freund ist Barde. Und außerdem Philosoph. Amateur wohl. Er würde sagen, wenn du jemanden liebst, lass ihn gehen. Weißt du was, Geralt? Deine Belohnung hast du dir verdient. Aber deinen Rat behalte für dich. Adieu. Okay, cool. Und jetzt ist das vorbei. Okay. Sind das gern und die noch fertig gemacht? Okay, nein. Nebenquest. Nebenquest. Trifft es. Suche. Gehen wir da mal hin. Danach, können wir auch schon zu Jennifer gehen. Die hat ja auch noch irgendwas gefunden. Aus alten, Hexerschriften oder so. Ganz ruhig. Keine Schlägerei. Aber erstmal gehen wir hier hin. Zu unserem Weingut, wenn ich jetzt recht gelesen habe. Lauf, Plätze! So. Sieht doch schon viel schöner aus. Wow. Hübsch, hübsch. Hübsch, wie laufen die Renovierungsarbeiten, Barnabas Basilius? Wunderbar, Herr. Die allgemeinen Renovierungsarbeiten sind abgeschlossen und ich habe mir erlaubt, 2 Ständer kommen zu lassen, an die du Waffen und Rüstungen hängen und präsentieren kannst. Und ich habe Bereiche vorbereitet, wo Gemälde aufgehängt werden können. Außerdem haben die Arbeiter, die für den Keller zuständig waren, eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht, die dich sicher interessieren wird. Okay, dann sehe ich sofort nach. Danke. Wenn du sagst, ich sollte mir das ansehen, dann komme ich. Okay. Durchsuche den Keller. Mach ich check. Ups. Wer hätte das gedacht? Die Ritter machen den Wein.
Ja, ich sehe schon. Seltsam. Ich glaube, hinter dieser Wand ist was. Oh, eine Chemiefessel. Ein Labor. Es muss einmal einem Alchemisten gehört haben. Lieber Finder dieses Briefes, mein Name ist Julian de Begrave und wenn du diesen Zettel liest, bin ich wahrscheinlich schon lange tot aufgrund meines Standes und der Verbindung meiner Familie wurde ich zum Studium auf Benart geschickt, die berühmte Magierschule, doch dieses Studium habe ich nie abgeschlossen, denn mein Leben lang interessierte ich mich Magie nur am Rande. Stattdessen bekam er ein Herz für Alchemie, denn wundersame aller Wissenschaften habe ich schöne Jahre meines Lebens gewidmet und der Tisch, neben dem du jetzt wohl größtenteils stehst. Cool. Okay. Cool. Yay, kann man hier Alchemie Sachen brauen. Okay, mehr kann ich hier nicht machen. Okay, dann okay. Mehr kann ich da wirklich nicht machen. Okay. Okay, machen wir weiter hier. Ist ja alles, gehört ja alles mir. Ah, hier war der. Die Schlacht. Großes Anwesen habe ich, oder? Schön, und auf der anderen Seite habe ich genau das gleiche, oder? Da ist noch ein Sack. Okay, hier geht es auch noch weiter. Okay, das war's. Okay, schön. Ein schöner Keller. Dann gehen wir weiter hoch. Und danach machen wir hier, machen wir die Bilder noch. Ein Hexer könnte hier immer sein. Barnabas Basilius, weißt du was über das Labor im Keller? Hat sich einer der früheren Besitzer für Alchemie interessiert? Ein Labor? Alchemie? Davon weiß ich nichts. Aber ich verstehe, dass das für einen Hexer eine sehr interessante Entdeckung sein muss. Das ist es auch. Es war zugemauert. Die Ausrüstung ist ziemlich alt. Also hat das Ganze jemandem gehört, der auf Corvo Bianco lebte, bevor du hier angefangen hast. Wer es auch immer war, er kannte sich aus. Fiolen aus Drachenglas und Fläschchen, Destillen, Sublimationsapparaturen, Vengerometer. Verzeihe, Herr, aber ich fürchte, ich kann dir nicht folgen. Ich will damit nur sagen, dass diese Ausrüstung erstklassig ist. Wahre Meisterwerke für die Alchemie. Einen Sud damit oder über einem offenen Feuer zu brauen, das ist kein Vergleich. Dann bin ich hocherfreut, dass du es entdeckt hast. So. Langsam gefällt es mir hier. Vielleicht sollten wir einfach noch mehr renovieren und umgestalten. Was denkst du, Barnabas Basilius? Wie du wünschst, Herr. Wollen wir uns diesmal um das Haus oder das Gelände kümmern? Wir sollten uns um das... Dieses weitläufige Gelände. Vielleicht sollte es endlich besser genutzt werden. Oh ja, das sollte es.